Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider mit der wilden Lara Croft und dem Wild Pack und der Wild Pack Mod. So, wir sind das letzte Mal hier im geothermalen Tal angekommen. Eine Herausforderung haben wir schon geschafft, indem wir hier Hühnchen gejagt haben. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Mission. Hier haben wir ein Herausforderungsgrab. So. Herausforderung. Ja, das ja, machen wir alles. Das ganze Ding ist natürlich wieder hier ganz gut gefüllt mit Content hier. Ja, Herausforderung 1 von 5. So. So, wir suchen jetzt erstmal alles ab, reden mit den Leuten hier. Das ist hier jetzt so eine Stelle, bei der man hier fast schon von Rollenspiel-Flair sprechen könnte. Oh. Oh. Mit wem haben wir jetzt noch nicht gequakt hier? Warte mal. Nee, wir gehen mal hier runter. Komm mal hier runter, Lara. Hier unten hatten wir jetzt Hühnchen gejagt gehabt. Hier kommen wir noch nicht rein. Was brauchen wir hierfür? Wir brauchen nur die Schrotflinte. Die hatten doch so ein Gewehr, was einmal schießt. Eine Rifle. Rifle oder Riffel? Irgendwas mussten wir hier auch aufs Dach. Ja, genau. Jo, Nester klauen. Jo, was hier? So, hier ist sowas. Kommen wir damit da hoch? Nee. Wir müssten da hochklettern. Eieieiei, das hätte ganz schön ins Auge gehen können. Noch eins. Hier? Ich hatte noch nie solche Angst. Die Mongolen haben ihr Lager am Rand des Tals aufgeschlagen und bereiten den Angriff auf Kitesh vor. Die Alchemisten stehen bereit, um die Invasoren mit Feuer abzuwehren. Ein jeder, der imstande ist, eine Waffe zu führen, wird kämpfen. Wir werden alles tun, um die Atanatoi zu unterstützen. Aber ich habe noch nie Blutvergießen gesehen. Keiner der Bürger bisher. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde, fürchte ich um meine Entschlossenheit. Jo. So, wir wollen aber noch weiter hoch hier. Warte, warte, warte. Ich habe ja gerade gesehen, ich habe das gerade verkehrt gemacht. So. Die Alte redet nicht mit mir. Lara, sie mag dich nicht. Warum auch immer. So. Okay, ich muss weiter rüber hier. Egal, komm weg wieder am Arsch. Ich weiß jetzt nicht genau, was es da oben noch gab. Ja, warte. Ach, das waren die eingesperrten Hühner. Ihr könnt es noch Heilung geben. Hier oben war doch auch irgendwas. Bild ich mir ein. Oder hatte ich damals hier bloß die. Das stimmt, hier ist ein Monolith, genau. Können wir den lesen? Jetzt verstehe ich. Sie erzählt von etwas Verborgenem. Jo. Jo. Münzverstecke. Direkt neben uns. Jo. Das ist Herausforderung hier. Hier haben wir Herausforderungsgrab. Wieso zeigt er mir das hier an, wenn hier drüben das Ding ist? So, was ist das hier? Keine Ahnung. So, hier geht's ja dann weiter. So, wir machen aber erstmal die ganzen Sachen hier. So. Das hier ist Herausforderungsgrab. In einige kommen wir tatsächlich noch nicht rein. Da haben wir dasselbe Problem wie mit dem. Mit einigen Sachen im der Sowjetanlage. So. Weil wir dann noch nicht schwingen können. Ah! Da unten, warte, 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 warte. Genau. Unten das Ding, was da baumelt, das müssen wir abschießen. Ah?
Verdammte Scheiße. Ah! Genau. Was liegt denn da drüben alles? Na gut, okay. Guck mal hier. Keine Ahnung, ob wir drüben dann schon reinkommen. Ja. Hey. Karte aktualisiert. Das ist natürlich schön, wenn wir das Zeug so wunderbar sehen. Heilung haben wir voll. Naja, warum nicht? Ja. Krieg ich mal hier unten durch. Ich glaube, wir greifen uns gleich irgendwas an. Noch einer? Das waren noch vier gewesen, oder? Oh. Ja, Heilung haben wir ja gerade benutzt. Guck mal da oben. Jo. Fußabdrücke. Die sind hier rausgekommen, oder? Mach mal auf hier. Ich will doch rein! Genau. So, Herausforderungsgrab. Ist hier vielleicht noch was? Nee. Ich bin gespannt, wie weit wir hier kommen. Aber. Ich weiß nicht. Unbekanntes Gebiet, optionales Herausforderungsgrab. Jo. Okay. Vielleicht auch hier ein paar Münzverstecke oder sowas. Halt. Schön mitnehmen. So. Was ist das denn? Knochenquetscherspalte. Vorratschuppen erhält sich, ja. So. Da unten muss irgendetwas sein. Ja, holen wir uns. Uiui. Erstaunlich. Diese Architektur ist älter als die orthodoxe Kirche. So, gerade mal posiert hier ein bisschen. So, da liegt was. Sehen wir das eigentlich schon? Nö. Das war jetzt ein Überlebensversteck oder? Keine Ahnung. So, da hinten lag auf jeden Fall ein Relikt. Wo denn? Hier. Nee. Irgendwo hatte ich gerade ein Relikt gesehen. Na, nimm mit. Voll. Jetzt ist es nicht mehr voll, oder? Nö. Jo, hier. Was haben die hier gemacht? Keine Ahnung. Eine goldene Gürtelschnalle. Dekorativ, aber auch robust und funktional. Sie gehört wohl zu einer Militäruniform. Okay. So, Dokument. Hat ja noch was geleuchtet. Hier. Ah! Jo, Lager. Wunderbar. Waffen! Was jetzt? Ach so, hier. Piff-Puff. Jo.
Können wir nicht. Ich will die aber nicht nehmen. Warum müssen wir... Das hat mich immer schon angekotzt. Wir müssen jetzt hier das drauf machen, obwohl ich die nicht nehme. Oh. Fähigkeiten. Kämpfer. Feinde werden ausgeplündert. Und wir nehmen das jetzt. Wir machen ja erstmal die Sachen und dann den Rest. Ich will jetzt mal ein was wissen. Das stand doch, glaube ich, hier, oder? 9% Weltkarte. 39% abgeschlossen. So. Dann haben wir hier Dokument. Ich habe meine Frau in der Obhut dieser Ärzte gelassen. Die Krankheit verschlimmerte sich wie befürchtet. Ihre Haut wurde schuppig und sie verlor das Gefühl in den Gliedmaßen. Sie sagen, man könne nichts für sie tun, außer ihre Schmerzen zu lindern und ihr das Dahinscheiden zu erleichtern. Aber sie muss der Stadt fernbleiben, mir fernbleiben. Meine Frau stirbt und in dieser Welt werde ich sie nie wiedersehen. Ich werde in die nächste eilen, zu ihr. Jo, so, dann haben wir hier noch was. So. Wir können jetzt zur Abwechslung auch mal hier ein bisschen abspeichern. Guck mal hier, zack. So. So, woher war jetzt noch was? Vielleicht noch irgendwelche Münzverstecke hier. Das bleibt jetzt wirklich auf der weggesummten Ansicht. So. Oh, ich glaube, wir waren hier hinten gar nicht so falsch. Da haben wir das Lager. Gucken wir mal, ob wir hier noch ein Versteck finden. Ui. Haus der Kranken. Herausforderungsgrab. Mal kurz hier posieren. So. Erstmal die Pilze hier mitnehmen. So. Haben wir voll. So. Die nehmen wir hier erstmal. Genau. Eine mit. Unglaublich detailreiche goldene Halskette. Von wem sie auch stammt. Sie steht dem Schmuck des Reichs in nichts nach. Das muss man eigentlich auch sagen. Diese alten Kulturen, was die alles gebaut haben, hergestellt haben, das ist sagenhaft. Und die haben ja nicht die Möglichkeiten gehabt, die wir heute haben. Und dafür, dass wir heute bessere Möglichkeiten haben, ist es eigentlich traurig, wie gut das damals alles war und wie scheiße das heute ist. So. Ich muss wohl dieses Gewicht mit der Plattform verbinden. Jo. Aber dass viele Sachen heute nicht mehr halten, im Gegensatz zu früher, das hat ja ganz andere Gründe. Geld. Das liebe Geld. Nestor. Nee. Warte. Was war denn das? Ich hoffe, ich schaffe das noch in der Folge. Lag hier hinten noch was? Gib mal weiter vor. Ich krieg das Ding nicht weiter. Warte. Dort ist. Gott, nein, du sollst es hier festmachen. Ah.
Nein! Alter! Da war! Das sollte halten. Jetzt muss ich nur noch darauf. Jo. Wie komme ich da rauf? Warte, warte. Ach so. Ui, guck mal hier. Wunderbar. Schön festhalten, ja? Was ist das da? Auf dem Vögel. Ja? Nicht runter, nicht runterfallen, Lara. Oh. Ja, hör doch mal auf. Ja, oh, komm. Da war ja nicht was irgendwie. Bild mir ein, hier war irgendwas zum. Ne, okay. Guck mal hier. Jo. Jawohl, ja. So, hier, mach mal hier. So. Hier ist ein Dokument, das müsste noch irgendwo unter Lara sein. So. Okay, dort ist das Lara. So. Heilung haben wir voll. Ach Mensch. Ein alter Kodex. Sieht aus wie eine Abhandlung über die Verbindung von Körper und Geist. Schneller Heiler. Neue Fähigkeit gemeistert. Verbinden Sie Wunden schneller zur Heilung. Noch schneller, das ist ja auch schön. Halt sie zum Heilen. Ja, kennen wir ja. So. Ja, ich hab's ja nur mitgekriegt. Grab abgeschlossen. Haus der Heiler, jawohl. So. Okay. Da hätten wir eins von vier Herausforderungsgräbern schon mal abgeschlossen. Super. So. Und hier unten muss irgendwo noch ein Dokument sein, hier unter uns. Und hier ist das Ding. Unsere Isolation lähmt uns. Wir besitzen das geballte medizinische Wissen des Reiches. Ein Jahrtausend des Lernens, wie man jede Erkrankung heilt. Aber hier, am Rand der Welt, macht uns das Fehlen einer einzigen simplen Blume hilflos. Ich kann nicht viel für die Kranken tun. Ich weiß wie, aber ich kann nicht, weil wir uns abgeschottet haben. Diese Menschen und viele, die noch folgen, werden grundlos sterben, nur um unser Geheimnis zu wahren. Ich bete, dass der Prophet recht hat und es letztendlich den Preis wert ist. Jo, das war das, oder? Ja, runter ist das neue Hoch. Okay, dann sollten wir hier in der Ecke eigentlich alles haben, soweit. Jo, die Herausforderungen, das sind ja die, die wir angefangen haben. Ja, gut. Hier ist ein Krypta-Eingang. Oh, jetzt gehen wir aber erstmal aus diesem Grab hier raus. Ich hoffe mal, wir haben hier wirklich alles. Ich dachte, ich bin daneben. Ich dachte wirklich, das wäre noch komplizierter hier. Weil ich so gesagt habe, hoffentlich schaffe ich das noch in der Folge. Aber ich hatte das echt komplizierter in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht noch ein paar. Notfalls kommen wir über das Lager hierher zurück. Wenn hier uns wirklich noch was fehlt in der Ecke. Wir gehen aber normal hier zurück. Ohne Lara. Und ohne Lara. Ne, Lara kommt schon mit. So, geh mal durch hier. Lara.
Ja, danke schön. So. Nochmal durch die Knochenquetscherspalte davon. So, ja. So. So, quetsch mich durch. Danke. So. Aus hier. Du machst dein Lichtlein eigentlich relativ zeitig an, Lara. Hab ich schon gefragt, ob du länger hier im Dunkeln rumfunkeln willst. So. Geothermales Tal, jawohl. Jawohl. Was haben wir jetzt eigentlich alles eingesammelt? Relikte 3 von 13, Truhen von 2. Dokumente 33, Alter. So, gefunden ist noch Heilung. Ja, die Heilung ist wegen die Wölfe hier. Alter, was macht der denn da? Spring! Oh. Geh mal runter hier. Da oder da? Wir gehen da hin. Warte mal. Sind hier vielleicht noch solche Scheiben, die wir abschießen können? Momentan sehe ich noch keine. Na, geh mal runter hier. Lara, tut mir leid. Wir sind aber jetzt nicht weitergegangen, oder? Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, die da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Mache dich nützlich. Oh, rechts hier irgendwo. Hä? Na? Willst du mich verarschen? Junge, Junge, Junge. So, dann hier noch. Hier oben? Ja. Das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Jo. Wie viel hatten wir davon? 20. Aber wirklich mehr Dokumente als, ja. Nee. Ja. Warte mal. 20. 1, 2, 3. Jo. Das soll mich jetzt erstmal nicht weiter kratzen hier mit dem Alarm dort. So. Wir wollen ja erstmal die ganzen Sammelaktionen hier machen. Was ist los? Ja. Irgendwie sollten wir. Wir müssten oben noch ein paar Missionen holen. Dafür müssen wir auf jeden Fall hier runter. Sei doof, dass ich jetzt schon hier unten rumrenne. Ja, alles voll hier. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt erstmal. Das ist nur der gut dort unten. Oder? Ja. Wir klettern mal wieder hoch. Da haben wir schon irgendeine Mission hier unten, die wir hier machen können. Ich glaube, wir kamen gleich ein Biest oder sowas. Verbündete in der Nähe. Optionale Missionen verfügbar. Ja, die holen wir. Warte, warte, warte. Ah! Geheimnis entdeckt. Dokumente, Wandgemälde. Jo. Oh, hier unten in der Ecke.
Ja, Mensch, das ist ja wunderbar. Das ist ja super. Was hat es damit auf sich? So, hier ist noch ein Überlebensversteck hier irgendwo. Relativ vor uns. Hier. So. Frage mal. Deswegen unverwundbar oder was? Frage mal. Das gibt's doch nicht. Jetzt wollte ich mich gerade heilen, jetzt hat sie sich schon geheilt. Hat aber gebraucht, das Ding. So. Hier irgendwo. Ja, hier. Jo. Verbündete in der Nähe. Wo war das jetzt? Warte mal. Das ist noch Hasi. Wir müssen dort oben noch Hasi losmachen. Hier. Hazel. Wir werden zu gegebener Zeit auch nochmal in die Sowjetanlage zurückkehren, weil wir haben ja hier jetzt das Messer. Da könnten wir dort auch die Mission und die Herausforderung machen. So, wo war jetzt der Verbündete hier in der Nähe? So. Das war hier oben bei der Hütte irgendwo. Oder war der hier drin und ich habe ihn noch nicht gesehen? Hä? Ah, hier. Sie da. Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Du hast doch eine Knarre auf dem Rücken. Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind. Guck mal hier. Dokument. Jo. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Jo. Okay. Welche sehen wir da durch die Bäume? Alter. Hier
ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Jo. So. Wenn wir den haben. Jetzt brauchen wir noch einen. Ich würde das gerne machen, bevor wir hier. Den letzten würde ich gerne holen hier, bevor wir hier wieder neu laden müssen. Da ist noch einer. Aber wenn wir den haben, geben wir die Mission ab. Und machen Feierabend für heute. Jo! Wunderbar. Haben Sie sich um den Rest dieser... Ich glaube, ich habe alle erwischt. Jo. Das haben Sie. Vielleicht schicken Sie mehr, aber wenigstens bremsen wir die Schweine aus. Jo. Vielen Dank für die Hilfe. Alter Hornbogen. Alternative Waffen. Jo, in jeder Waffe könnt ihr... Die Dinger ausschlachten? Keine Ahnung. So. Hatten wir jetzt noch was drin? Nee. Okay, ich würde jetzt erstmal Feierabend machen für heute. Wahrscheinlich kommen wir oben am Lager wieder raus, wenn wir jetzt hier speichern. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. So. Aber wir haben ja hier in dem geothermalen Tal noch eine ganze Menge zu tun. So. Dann bin ich eigentlich hier irgendwo posiert. Weiß ich, doch im Grab, glaube ich. So. Damit hoffe ich, das ganze Ding hat euch natürlich gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es jetzt soweit ist. Gebt mir ein Abo. Bildet mich weiter und schaut doch mal bei Twitch vorbei. Link in der Beschreibung. Weil diese Brille rutscht immer runter. Und ciao. Danke fürs Zusehen. Ciao.